Seitdem sich die beiden Traditionsvereine Hansa Rostock und der Hamburger SV wieder regelmäßiger begegnen, hat auch die Rivalität zwischen beiden Szenen merklich zugenommen. Am vergangenen Sonntag war es wieder soweit. Der HSV gastierte anlässlich des 19. Spieltages der 2. Bundesliga im Ostseestadion. Der Szenehaufen aus Hamburg reiste mit einigen Freunden aus Kopenhagen über die Schiene nach Rostock. Nachdem im Voraus der Partie alles weitestgehend ruhig blieb, ließ die erste Aktion auf den Rängen nicht lange auf sich warten. Hinter einem HSV-ACAB-Doppelhalter-Intro entzündeten sich im Gästeblock in etwa 30 Fackeln. Auch die ersten Sticheleien sollten nicht lange auf sich warten lassen. Von der Hamburger Gruppe Clique du Nord wurde ein Spruchband mit folgender Aufschrift gezeigt: Hansa Jugend aus 9a, irrt verloren durch Haha. Dabei will man wohl auf eine Aktion aus dem Hinspiel deuten, nach welchem einige Rostocker Opfer von sich auf der Pirsch befindenden Hamburgern wurden. Nachdem ein gutes Dutzend Hamburger das gesamte Spiel über vermummt blieb, leuchteten immer wieder einzelne Bengalen im Auswärtsbereich auf. Die Südtribüne Rostock verzichtete zu diesem Spiel hingegen auf ein Intro. Lediglich vor dem Capo-Podest war eine kleine selbstgemalte Fahne angebracht, auf welcher an den mittlerweile 17 Jahre alten Stendal-Vorfall erinnert wurde, bei welchem hunderte Rostocker über Stunden gegen die Polizei wüteten. Zudem gab es von verschiedenen Rostocker Szenegruppen über das gesamte Spiel immer wieder einzelne Transparente zu verschiedenen Themen zu begutachten. Der Spielverlauf spielte dem HSV in die Karten, nachdem mehrere Tore für den FCH nicht gegeben wurden und die Hamburger dafür im direkten Gegenzug trafen. Nach dem 2:0 Auswärtssieg feierte die Mannschaft vor dem Gästeblock unter nochmaliger Anwesenheit einiger Fackeln. Nach dem Spiel blieb es im Umfeld des Ostseestadions größtenteils ruhig. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.